schlagen die Löwen noch einmal zu. Am Montag war ein neues Gesicht auf dem Trainingsplatz des TSV 1860 München zu sehen. Ili Salahi heißt der Mann. Der 23-Jährige spielte zuvor für den Karlsruher SC und ist aktuell vereinslos. Fit wirkte er bei der Übungseinheit allerdings nicht so wirklich und brach das Training dann auch wegen einer Muskelverletzung ab. In München ist der 23-Jährige kein Unbekannter. Von 2011 bis 2015 spielte der Linksverteidiger für die U19 und die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Dabei absolvierte Salahi sogar ein Bundesligaspiel für den Rekordmeister.